Genau, also die Okay. zwei Strategien, die ich heute vorstelle, das passt genau zu deiner Einführung. Da geht es wirklich um die Reproduzierbarkeit. Einmal die Strategie für die Aktien. Da stelle ich heute die Momentum-Strategie vor, die immer die Aktien kauft, die am stärksten gestiegen sind. Das kann man sehr schön mit dem PC testen und das setze ich auch im Feierabenddepot um, wo Leute das einfach im Endeffekt jeden Tag eine Mail bekommen, was der PC da geliefert hat. Also da Okay. der Kunde einfach jeden Tag eine Mail. Einmal in der Woche mache ich so einen Wochenrückblick und einmal im Monat mache ich so ein Meeting, so ähnlich wie jetzt, nur über das Feierabenddepot. Und die zweite Strategie, da geht es dann um Optionen. Und das habe ich auch hier mit WH Self Invest umgesetzt, diese Equity-Kurve. Also man kann das mit WH Self Invest umsetzen. Genau, das habe ich mit so einer IBTWS auch umgesetzt. Prima. Und genau, kann man eins zu eins umsetzen. Das ist der zweite Teil. Also zwei quantitative Strategien auf zwei verschiedenen Underlyings, einmal Aktien und einmal Optionen. Und genau. Ich würde dann meine Kamera ausmachen und dir das Feld Genau. überlassen. Ich bin dabei die ganze Zeit und ja, guck nach den Fragen. Wie gesagt, ich würde gucken, dass wir dann alles, was jetzt zu den Aktien kommt, so einen Block machen nach dem Aktienteil. Also Okay. erstmal viel Vergnügen an alle, die dabei sind. Bis gleich von meiner Seite. Genau. Mein Bildschirm kann man jetzt sehen, gell? Ja. Dann mache ich jetzt auch mal meine Kamera aus und mache die dann wieder an nach dem ersten Block, wenn dann die Fragen kommen. Also danke schon mal, Iris, für die nette Einleitung. Dann mache ich mal die Kamera aus. Und so, jetzt ist die Kamera aus. Jetzt sehe ich aber, du hast deinen Bildschirm nicht geteilt. Ah, danke für den Hinweis. Alles Ja. klar. Jetzt, ah, da habe ich mich verklickt. Ja, danke für Perfekt. den Hinweis. Das wäre eine Perfekt. dunkle Präsentation geworden. So, zwei Strategien, die funktionieren. Vom Einsteiger bis zum Profi. Also einmal zu den Aktien. Das ist eher für die Einsteiger, weil meistens, also nachdem man sich mit einfachen Sachen beschäftigt hat, wie zum Beispiel, gut, was sind einfache Sachen? Also Aktien sind halt Basisinstrumente, mit denen man eher einsteigen kann. Und Optionen sind etwas komplizierter. Und ich fange erstmal mit dem Einfacheren an. Beides kann man profitabel umsetzen und die Sachen ergänzen sich auch sehr gut. So, ich fange mal an mit den Aktien. Rotation. Und da sehen wir zum Beispiel die Tabelle, die meine Kunden so einmal im Monat kriegen. Das sind die Top-Momentum-Werte vom Anfang Juli. Diese 15 Aktien haben quasi den schönsten Aufwärtstrend gehabt Anfang Juli. Und da sieht man halt so Werte wie General Electric, Softwareinfrastruktur, GoDaddy kennen vielleicht weniger, aber dann Amazon, Google, Nvidia, also die üblichen Bekannten, die halt so im letzten halben Jahr richtig gut gelaufen sind und darum sind die auf den vorderen Plätzen. Und die letzten paar Tage gab es ja dann eine ziemlich deutliche Korrektur und da schauen wir heute mal ganz genau drauf, wie diese Strategie funktioniert und danach können Sie alle Fragen stellen. Die liest dann die Iris vor. Einfach da rechts gibt es so ein Fenster Fragen. Da können Sie einfach reinschreiben. Fragen oder Chat steht da, glaube ich. Und das kann dann die Iris sehen und die liest sie dann alle vor. Also schreiben Sie da ruhig ganz viel rein. Ich werde die alle beantworten, soweit ich das kann. Und danach kommt dann der zweite Teil Option. Aber fangen wir an direkt mit den Aktien. Die Aktienstrategien, wie gesagt, die sind alle in diesem Feierabenddepot drin. Da gibt es auch ein Angebot gerade. Da teilt die Iris später den Link. Für 1 € können Sie das da mal testen. Und wie funktioniert das? Ach so, erstmal noch der Haftungsausschluss. Das habe ich auch hier. Also alles, was ich heute erzähle, darüber übernehme ich keine Haftung. Sie handeln immer auf eigenes Risiko. Natürlich sind die ganzen Instrumente, die ich hier zeige, und die ganzen Wertpapiere riskant. Ich gehe immer davon aus, dass Sie selber Ihre Anlageentscheidungen treffen aufgrund Ihrer eigenen Informationen und dass Sie, und ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. So, jetzt geht es aber los. Erprobte Faktoren für Aktien. Da gibt es ein Paper von drei niederländischen Fondsmanagern, Balthussen, Swinkels und Pim van Vliet. Und die haben in diesem Paper 2019 200 Jahre Aktien untersucht. Also natürlich die meiste Historie ist so ab 1923, da wurde so der Dow Jones ins Leben gerufen und dann
natürlich in den 70er Jahren dann als immer mehr Aktien aus den USA, S&P 500 und so weiter gebildet wurde. Aber die haben sich halt alles angeschaut und ausgewertet und die Frage untersucht, welche Faktoren bringen eigentlich die meisten Renditen? Also wenn man Aktien kauft, natürlich gibt es Schwankungen, aber so auf lange Sicht, welche Faktoren bringen die meisten Renditen? Und zwar mehr als der Markt im Durchschnitt. Und da haben die gefunden, dass Momentum am ersten Platz steht. Also es bringt 7% ungefähr mehr als der Marktdurchschnitt. Das ist übrigens zusammengefasst in zwei Büchern, die ich hier zeige. Stocks on the Move von Andreas Klino und Pim van Vliet, High Returns from Low Risk. Dann am zweiten Platz Dividendenstrategien. Also Dividenden mitzunehmen, bringt einen Zusatzertrag. Und auf Dauer schlägt es auch den Index, das auch in diesem Buch dargestellt wird, What Works on Wall Street. Dann am dritten Platz saisonale Strategien. Also immer Aktien kaufen, die in einem bestimmten Monat besonders gut sind. Die saisonalen Strategien habe ich auch schon mal in einem anderen Vortrag erklärt. Im Prinzip geht es darum, manche Aktien, zum Beispiel die Lufthansa, die performen oft so einfach im November gut, weil da zum Beispiel die Jahreshauptversammlung ist oder Quartalszahlen und dann hat man da eher positive Nachrichten. Also Firmen haben immer zu bestimmten Zeitpunkt im Jahr halt ihre Jahreshauptversammlung und das ist zum Beispiel ein saisonaler Effekt. Und dann am vierten Platz ist die Minimum Vola, also Aktien, die gleichmäßig steigen, sind zu bevorzugen gegenüber Aktien, die einfach wilde Bewegungen machen. Und ganz zum Schluss noch fundamentale Faktoren. Das ist auch dargestellt in diesem Buch. Ich zeige sie nochmal größer. What Works on Wall Street von James O'Shaughnessy. Auf Deutsch heißt das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten. Und interessant ist, obwohl dieser Autor die fundamentalen Kennzahlen untersucht hat, hat er gefunden, dass das Momentum der wichtigste Faktor ist. Von den fundamentalen Kennzahlen, das wird auch immer wieder gefragt, von Kunden ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis der zuverlässigste Faktor. Also nicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Hohe Umsätze sind wichtig, verglichen mit dem Kurs, weil aus den Umsätzen kommen später die Gewinne und Umsätze lassen sich weniger gut manipulieren. Und diese ganzen Faktoren, die nehme ich jetzt im Endeffekt her und baue daraus ein Faktor-Investing-Modell. Also Iris hat am Anfang gesagt, dass ich ganz viel programmiere. Das stimmt nicht mehr so ganz heutzutage. Da lasse ich eher programmieren. Also ich arbeite mit einigen Programmierern zusammen. Aber natürlich teste ich auch sehr viel und bespreche natürlich das mit denen. Und wie funktioniert so eine Programmierung? Wenn man einfach weiß, bestimmte Faktoren sind gut, das habe ich mal hier gezeigt. Also einerseits braucht man halt einen sehr guten Datenlieferanten. Da habe ich die Norgate Data. Das alles muss Sie nicht kümmern, wenn Sie im Feierabenddepot sind. Aber ich will natürlich auch, dass Sie die Hintergründe verstehen. Also man braucht einen guten Datenlieferanten, wo man sehr viele Aktien hat, die in den jetzigen Indizes enthalten sind. Aber auch die Aktien, die aus den Indizes rausgefallen sind. Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Backtest auf dem DAX. Die letzten 20 Jahre und Sie haben die Wirecard nicht drin, weil die jetzt nicht drin ist, naja, dann sieht Ihr Ergebnis vielleicht besser aus. Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Aktien drin gehabt vor 5 und vor 10 Jahren, da wäre die Wirecard auch drin und die zieht natürlich die Performance runter und darum braucht man eine gute Datenbank, wo alle Aktien drin sind. Und ich habe da so eine Datenbank von Norgate, wie gesagt, wenn man die abonniert, kostet die so ungefähr 3.000 Euro im Jahr. Und die Daten, die kriege ich tagesaktuell, also jeden Tag kommen die neu und daraufhin schalte ich quasi den PC an und der guckt sich die ganzen Aktien quasi, vergleicht die miteinander nach bestimmten Faktoren, die wir oben gesehen haben. Zum Beispiel ein Faktor ist der Trend. Also je stärker die Aktie gestiegen ist die letzten 10 Monate ungefähr, desto höher kriegt er hier so eine Zahl. Oder als nächster Faktor zum Beispiel, wie ist die Saisonalität von dieser Aktie? Das ist eine saisonale Strategie. Wie performt so eine Aktie normalerweise im August? Also wir können ja jetzt nicht in den zukünftigen August schauen, aber wir wissen ja, wie war die Aktie letztes Jahr im August, vorletztes Jahr im August und vorvorletztes Jahr. Und so kann man so Faktoren bilden
und das ganze Universum ranken. Ich habe da so ein Universum von ungefähr 1500 Aktien. Das sind auch vor allen Dingen Aktien, die eine schwarze Null schreiben, also die profitabel sind die letzten paar Quartale. Und dann kann man die sortieren und kauft zum Beispiel immer die obersten fünf. Und nach welchen Kriterien werden die gekauft? In der Strategie Momentum, das möchte ich Ihnen jetzt hier mal zeigen, weil bis jetzt habe ich ja nur gesagt, wir kaufen die, die am stärksten gestiegen sind. Und da hatte ich mal einen Artikel in der Börse Online veröffentlicht, warum sich es überhaupt lohnt, lieber die zu kaufen, die stärker gestiegen sind, als die stärker gefallen sind. Das sehen wir hier. Wenn wir immer die kaufen, die stärksten 10%, die die letzten 6 Monate gestiegen sind, dann führt das auch dauernd zu einer guten Performance. Und wenn wir immer so wie im Supermarkt denken, okay, jetzt ist gerade mal was billig, wo ich so lange drauf gewartet habe, und kaufen die, dann wird die Aktie manchmal noch günstiger, weil es gibt halt auch viele Firmen, die verschwinden oder die zum Beispiel pleite gehen. Und das wäre die rote Kurve, wenn man immer die Schwächsten kauft. In der Mitte das Grüne, das wäre der Marktdurchschnitt. Und hier das orangene risikoloser Zins. Die Grafik ist von 2006. Also jetzt würde hier die Inflation ein bisschen höher gehen. Aber im Prinzip hat sich da nicht viel verändert an der Tatsache, dass steigende Aktien besser sind als fallende. Dann ist noch wichtig zum Thema Broker. Darum gefällt mir auch WH Self Invest so gut, weil sie sich mit US-Aktien beschäftigen. Und die US-Aktien sind halt die liquidesten der Welt. Wenn wir in andere Länder gehen, zum Beispiel sowas wie Japan, das geht noch, da gibt es noch viele Firmen, die liquide sind. Europa natürlich auch. Aber wenn man dann zum Beispiel in die Emerging Markets geht, China oder sogar Indien oder so afrikanische Länder, da gibt es oft nur eine Handvoll Aktien, die von den Kosten her akzeptabel sind. Und mit den Kosten meine ich nicht die Gebühren von der Börse, sondern wie man der Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs, die sogenannten Spreads. Und die sind halt einfach am niedrigsten bei US-Aktien, weil in den USA findet 60% des weltweiten Aktienhandels statt. Das heißt, alles, was quasi über den Tresen geht, wenn man so will, 60% davon ist halt in den USA. Und deswegen kann man da halt so günstig handeln. Und darum ist da halt Free Stocks und dieses neu eingeführte Konto, was auf der IBTWS läuft, von WH Self Invest halt genau richtig. Wir sehen hier in so einem Backtest, je weiter man halt in Aktienuniversen geht, die weg sind von den USA, desto schlechter ist die Performance. Und das kann schon mal ein paar Prozent an der Performance im Jahr ausmachen, wenn die Handelskosten halt 3% pro Position betragen, statt 0,2%, wie man das halt in den USA hat. Also da sollte man unbedingt darauf achten, dass man wirklich einen guten Broker hat und dann lieber wirklich zu einem US-Broker gehen und auch US-Aktien handeln. Wie lange zurückschauen? Was sagen da die Backtests und die Literatur? Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich brauche Aktien, die steigen, aber wie lange sollen die gestiegen sein? Reicht es, wenn die jetzt 2 Wochen am Steigen ist oder 2 Jahre oder 5 Monate oder was auch immer? Was ist hier gut? Unten sehen wir die Anzahl der Handelstage. Also 250 Handelstage ist ungefähr ein Jahr. Und das ist dieses dicke Buch von O'Shaughnessy. Er nimmt 52 Tage und sagt, das ist ein guter Zeitraum. Und Kirkpatrick, das ist ein anderer US-Autor, der auch seit 1980 hat er getestet, bis 2008. Er nimmt ein halbes Jahr. Und dann gibt es den Andreas Klino, das hatte ich ganz am Anfang gezeigt, so ein Momentum-Papst, möchte ich sagen, Fondsmanager aus Zürich. Er nimmt nur 90 Tage, das ist sehr kurz. Und das hier ist mein eigener Backtest. Also das bestätigt im Endeffekt eher so die US-Literatur. Den Klino habe ich aber auch mal gefragt und er meinte schon, dass es eher auch längere Zeiträume sein könnten. Er hätte das halt so geschrieben, das Buch, zu Ausbildungszwecken. Und ich denke auch, er hat so kurz gemacht, damit da einfach mehr Action war. Dann hat er einfach mehr Rotation drin, weil dann gibt es kürzere Trends, Aktien gehen schneller rein und schneller raus. Aber was ich so besprochen habe, so mit Kollegen von der VTAD zum Beispiel, die auch viel mit Ami-Broker backtesten, ist es schon so, dass so ein Zeitraum von 10 bis 12 Monate oder eher ein bisschen länger, sollte eine Aktie gestiegen sein, dann hat sie die höchsten Renditen. Hier komme ich so auf 17, 18% bei den optimalen Parametern
pro Jahr mit so einem Portfolio im Durchschnitt. Natürlich hat es auch Schwankungen. Es hat manche Jahre, die gut sind und manche, die halt schlechter sind. Dann ganz wichtig, auch gerade in so volatilen Zeiten, wo setzt man sich denn einen guten Stop? Das habe ich auch mal getestet, das kann man auch sehr schön machen. Und da kommt dabei raus, das ist ein guter Stop. Also je kürzer der Stop ist, desto mehr schneidet man sich vom Profit ab. Also wenn man so einen Stop nimmt von 4-6%, dann ist man sogar negativ. Und es wird eigentlich erst profitabel bei Stops, wohlgemerkt für einzelne Aktien. Weil Aktien, die können schon mal an einem Tag 5-7% verlieren oder in ein paar Tagen halt auch mal die 15%. Aber Indizes schwanken ja weniger. Gestern hatten wir mal Nasdaq mit 2,5% Minus. Ich glaube, das war der größte Tagesverlust seit 2 Jahren. Also bei Indizes wäre das sehr viel, aber bei Einzelaktien, den muss man 15% geben, wenn man lange Trends reiten will, wie das im Feierabenddepot das Ziel ist. Und besser noch, ich arbeite meistens mit 20%, vor allen Dingen, wenn es so Werte sind wie Nvidia, dann ist 15% eher schon knapp. So, der zweite Faktor, da hatten wir gesagt, gibt ja neben dem Momentum, gibt Saisonalität und die Dividenden. Und dann gab es aber noch einen Faktor, Minimum Volatilität, niedrige Schwankung. Und in der einen Strategie im Feierabenddepot habe ich das beide kombiniert. Also das Momentum, was ich gerade gezeigt habe, einfach der Trend und dazu noch niedrige Schwankungen. Diese niedrigen Schwankungen sind in diesem Buch beschrieben. Und da gab es auch ein VTRD Award 2019. Und dieses Buch, man kann das ganze Buch lesen, aber man muss es nicht, weil im Prinzip das ganze Buch in dieser einen Grafik mehr oder weniger zusammengefasst ist. Oben sehen wir Aktien, die weniger stark schwanken. Unten sehen wir Aktien, die stärker schwanken. Und wenn wir immer die Aktien kaufen mit geringerer Schwankung, dann sehen wir, dann ist die Equity-Kurve glatter. Von 1929 bis 2012 war das ungefähr. Aber das sieht so aus, als wäre der Unterschied gar nicht so groß. Aber das ist eine logarithmische Skala hier. Also der Unterschied zwischen der grauen Kurve und der dunkleren und der schwarzen ist hier ein Faktor 18. Das steht hier unten. Also es lohnt sich wirklich, Aktien zu suchen, die nicht so stark schwanken. So, jetzt zeige ich mal ein paar Beispiele. Also von diesen ganzen Faktoren habe ich jetzt in dieser Strategie Momentum diesen Trend und diese niedrigen Schwankungen gepackt. Und da zeige ich jetzt mal ein paar Beispiele. Also hier nochmal, das war die Sortierung vom 1. Juli. Jeden Tag bekommen die Kunden 5 Aktien aus dieser Strategie, die gekauft und verkauft werden. Aber einmal im Monat, da habe ich den Service noch erweitert, weil den Leuten haben 5 nicht mehr gereicht. Dann habe ich gesagt, einmal im Monat kann ich auch mal die Top 15 schicken. Und das war der Anfang Juli. Am 1. Juli sah die Tabelle halt so aus. Da sehen wir halt die bekannten Verdächtigen, KI-Werte, Infrastruktur. Aber wir sehen in letzter Zeit, dass mehr so andere Branchen nach oben wandern, zum Beispiel auch Bankenwerte, die jetzt auch ganz gut im Moment sich schlagen. Wir schauen jetzt aber mal drauf, wie so eine Aktie ins Feierabenddepot reinkommt. Das erste Beispiel ist die General Electric. Die wurde gekauft am 18. Mai 2023. Warum kam die damals ins Feierabenddepot rein? Das lag daran, dass sie einmal einen Trend hatte von 10 Monaten, der am Steigen war. Wir sehen, die Aktie hat sich ja hier quasi verdoppelt. Von $50 ist sie gestiegen auf $100. Und manchen wird es dann da schwindelig. Das war ja dann auch das Allzeithoch, glaube ich, von der Aktie. Bei 105 oder was es war, wurde dann gekauft. Wichtig ist nicht nur dieser Trend, sondern auch, wir sehen, die Aktie geht ja relativ stetig. Also sie hat eine niedrige Volatilität. Das ist wirklich die Standardabweichung von der Aktie, nicht die implizite Vola. Zu der komme ich nachher bei den Optionen. Die implizite Vola ist ja die Volatilität von den Optionen, die auf die Aktie gehandelt werden. Aber hier macht es relativ einfach. Einfach die Schwankungen an sich sind hier dargestellt. Also ein schöner Trend, niedrige Schwankungen. Dann wurde die General Electric gekauft. Und das war der Stand von gestern. Also wir sehen, hier wurde die gekauft im Mai 2023. Und verstehe gerade selber nicht, ich hatte gedacht, bei 105 ist sie hier bei 80. Irgendwie ein bisschen komisch, vielleicht habe ich mich da vertan. Irgendwas habe ich da, war Mai. Vielleicht habe ich sie da zu früh.
oder da ist irgendwas verrutscht. Bin ich gerade selber ein bisschen irritiert, vielleicht ist das eine auch in Euro und das andere in Dollar. Auf jeden Fall war hier der Einstieg und die General Electric ist hier nochmal deutlich höher, hat sich nochmal verdoppelt. Genau, es gab auch nochmal einen Aktiensplit auf jeden Fall von General Electric. Die heißt jetzt auch General Electric Aerospace. Vielleicht lag es da dran, dass sie dann hier angepasst wurde. Jedenfalls sehen wir jetzt hier, die ist auf 160 und ja, fängt es auch ein bisschen an zu bröckeln, so wie der Gesamtmarkt. Hat sich jetzt aber zum Beispiel besser gehalten als so Werte wie Nvidia, die da ja jetzt zum Beispiel 6% verloren haben. So, und das muss halt an jeden Tag, wird es von mir überprüft. Und wenn die aus dem Feierabenddepot fliegt, dann kriegt der Kunde, kriegt halt jeden Tag eine Mail mit so einer Tabelle. Und im Moment ist die immer noch drin, die General Electric. Auch immer noch drin ist die Eli Lilly. Und das ist mein zweites Beispiel. Auch hier sehen wir, der hatte halt einen schönen Trend von März bis Mai, also ungefähr 10 Monate, von 350 auf $600 gestiegen und gleichzeitig eine relativ niedrige Schwankung. Also ich möchte nicht kaufen, wenn die gerade so hier so hoch geht. Natürlich weiß man das immer erst hinterher, aber der PC favorisiert die eher so in so Tälern. Und wenn die halt gleichzeitig einen guten Trend haben, und meistens ist es so eine Seitwärtsbewegung, dann geht die Vola runter, dann kauft man in so eine Seitwärtsbewegung eher rein. Und wir sehen, nach dem Einstieg ging sie auch noch so ungefähr 2 Wochen runter. Und dann ging sie aber irgendwann mal deutlich höher. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, gestern ist die Aktie von 100 auf 900 und ich gucke hier gerade mal am anderen PC. Heute ist sie bis 851, also ist jetzt hier in dem Bereich, da befindet sie sich jetzt. Die hat auch einen Stopp von 20%, das sind jetzt im Moment aber erst so 15%. Und dann wird natürlich täglich geschaut, gibt es jetzt eine andere, dass sie vielleicht rausrotiert. Im Moment ist sie aber noch klar drin und die ist natürlich auch noch sehr stark im Gewinn hier vom 12.12. Ist ja schon fast bei, hat sich ja fast verdoppelt. Nächstes Beispiel ganz aktuell. Also vorgestern wurde die Amazon verkauft am 16. Juli und dafür wurde die Caterpillar gekauft. Also ein zyklischer Maschinenbauwert ist es eher. Und wir sehen auch hier warum, weil die Aktie hat einen schönen Aufwärtstrend, aber hat jetzt eher so konsolidiert und die Volatilität von den letzten Monaten ist eher tief. Und dann hat man jetzt hier nicht komplettes Tief erwischt, aber in den Aufwärtstrend reingekauft. Es war auf jeden Fall eine kleine Rotation in dem Depot, bisschen Risiko von Technologie, also Amazon raus und ein zyklischer Maschinenbauwert rein. Dann möchte ich mal zeigen, wie so Ausstiege funktionieren. Ausstiege funktionieren natürlich über Stops oder auch wenn der Gesamtmarkt abstürzt. Und im Abwärtstrend sich befindet, dann wird auch komplett ausgestiegen aus der Strategie. Aber es gibt auch den Ausstieg, dass, obwohl die Aktie am Steigen ist, wird die hier rausgeworfen, weil sind hier zwei Faktoren, der Trend und hier war die Vola zu hoch und dann gab es halt andere Aktien, die besser waren. Das war jetzt ja auch nicht optimal. Natürlich hätte man lieber hier oben verkauft. Aber wir sehen, die kam dann auch in eine schlechtere Phase rein. Die wurde hier zum Beispiel verkauft. Und die Ausstiege generell, die gehen halt genau gleich wie die Einstiege. Also jeden Tag habe ich halt die Liste. Und wenn die irgendwann mal hier oben gestartet sind, rausfallen zum Beispiel aus den Top 20 oder Top 30, das hängt je nach Universum ab. Nicht direkt am sechsten Platz, sonst hätte man die ganze Zeit jeden zweiten Tag eine andere Aktie drin, weil da passiert relativ viel. Aber 20. von 1500 ist auch noch gut. Aber wenn die mal irgendwo, sage ich mal, so am 30. Platz ist, wird die halt hier aussortiert und dann kommt wieder eine von oben rein, die oben dabei ist, aber noch nicht im Depot drin. Die kommt dann ins Depot. Und wenn man das so konsequent macht, dann kommt man halt auf seine Backtest-Equity, die so aussieht. Und 23% pro Jahr, aber da muss man, wenn man diese Phase mal wegnimmt, 1997 bis 2000, dann sind es ungefähr so 16% im Durchschnitt pro Jahr. Und ganz wichtig,
Es gibt so Phasen wie 2000 bis 2003 oder 2008, wenn die Märkte abstürzen. Wenn es jetzt zum Beispiel abstürzt, wovon ja manche Crash-Propheten jetzt schon Jahre warnen, dann verliert man hier ein bisschen Geld und dann geht die Strategie aber flöten. Und hier in dieser Phase, hier 2022, gab es das Feierabenddepot auch. Und da haben die Kunden natürlich auch gefragt. Das ist, also manche haben gefragt, die meisten Kunden fanden es auch eine gute Information zu sagen, okay, jetzt sind wir nicht investiert. Aber im Feierabenddepot gibt es ja noch weitere Strategien, nämlich, kann ich es jetzt einfach mal kurz zeigen. Jetzt bin ich eigentlich gerade an dem Punkt, wo die Aktienstrategie fertig sind. Neben den Aktienstrategien gibt es hier noch so eine Strategie IW5, wo zwischen fünf Marktgruppen rotiert wird. Also, ja, das sieht man vielleicht am besten hier oben. US-Aktien, Nicht-US-Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Anleihen. Immer die besten drei aus fünf. Und es gibt so eine Strategie 4 aus 11. Und zum Beispiel im Jahr 2022, als da die ganzen Technologieaktien der S&P 500 unter Wasser waren, war hier in der Strategie IW11 immer noch das war diese Phase hier, wo es dann zumindest noch seitwärts ging oder ein bisschen aufwärts, waren die Energie-ETFs noch drin. Und das sind ganz entspannte Strategien, wo man nur einmal im Monat rotiert. So, jetzt schalte ich mal meine Kamera wieder an, weil ich jetzt gespannt bin auf die Fragen, die es gibt. Gibt es Dann schon schalte ich meine Fragen? Kamera auch noch mal an. Ja, also ich Okay. habe das Angebot zum ersten Teil habe ich in den Chat rein Ah gepostet. ja, Vielleicht hatte danke. jemand dazu noch eine Frage, die dann im Anschluss kommt. Also es kam zur Stoppsetzung, kam auf jeden Fall eine Frage, und zwar, weil du ja von Volatilität gesprochen hast, ob da ein mal überprüft worden ist oder ob vielleicht der ATR-basierte Stopp Sinn machen würde. Also, ich habe hier einfach ganz normale 20% Abstandstopps. Also, wir sehen hier das aktuelle Depot von dem Feierabenddepot. Wir sehen, eine Strategie ist im Moment nicht investiert, das ist die Sentiment-Strategie, weil es ist, obwohl der Markt gestiegen ist oder vielleicht deswegen war jetzt die ganze Zeit ein bisschen zu viel Optimismus drum, zu zwei Drittel investiert. Die Stopps sind ganz normale, einmal ein Anfangsstopp von 20% und dann bei den Aktien, die so weit im Gewinn sind, ein Trailing-Stopp bei der General Electric und Eli Lilly. Aber ATR-Stopps, da habe ich schon viel getestet. Das kann manchmal so einen minimalen Effekt bringen, aber ich denke, das lohnt sich nicht. Das macht die ganze Sache so unnötig kompliziert. Okay. Wenn dann nochmal eine Nachfrage kommt, schreiben Sie gerne was dazu nochmal. Ja. Dann habe ich noch eine Frage zum Feierabenddepot. Vielleicht kommt das aber auch bei dir auch noch am Schluss. Also im Feierabenddepot sind dann Aktien und Optionen enthalten. Nee, nur Aktien. Ah, Also okay. mit dem Feierabenddepot drei Strategien zu Aktien. Das ist diese Tabelle, die jeden Tag kommt. Da ist diese Momentum-Strategie, die ich gerade vorgestellt habe. Da sehen wir auch ein paar Aktien, die ich gerade gezeigt habe. General Electric, Eli Lilly und Caterpillar hatte ich gezeigt. Dann ist noch drin Alphabet und GoDaddy im Moment. Und dann gibt es eine Saisonalitätsstrategie und eine Sentimentstrategie. Das kann ich mal in einem anderen Webinar immer mal eine Strategie vorstellen oder zum Beispiel am Anlegertag in Düsseldorf bin ich ja auch. Und dann gibt es da noch ETF-Strategien. Also wie man mit fünf ETFs, gibt es so ein schönes Buch von Lip Faber, das habe ich hier unten auch irgendwie zusammengefasst. Hatte ich mal so einen Börse-Online-Artikel. Da hat einer das in dem Buch, das war mit Faber, der hat es zusammengefasst. Dieser Artikel war von 2018, also mit den gleichen Regeln ist es da im Feierabenddepot abgebildet bis heute, ja, und es läuft ganz stabil. Also zu Aktien und ETFs, und das lässt sich auch alles mit der Freestocks-Plattform einfach umsetzen oder auch mit der anderen, die ich hier gleich zeige. Wie nennt ihr Okay. das? Multi-Asset, gell? Also im Englischen Multi-Asset, Okay. Multi-Märkte, Okay. also genau. Aber Okay. da geht es dann um den Optionshandel, Richtig, ne? aber das ist nicht im Feierabenddepot. Optionshandel ist nicht im Feierabenddepot. Da gibt es einen Videokurs von mir.
Ja, gut, aber Aber das wichtig zeige ich ja gewesen, jetzt gleich. das nochmal Ja. zu klären. Jetzt kam noch gerade eine Antwort. Wenn man die Top 5 Long und die Worst 5 Short handelt, kann man dann Crashes mit Gewinn überstehen? Nee, also ich habe hier alle live, einmal im Monat mache ich im Feierabend ein Live-Meeting und irgendwo war das mal drin, da habe ich das mal in so einem Meeting behandelt, Short-Strategien. Und das Problem ist, vielleicht kann man es einfach mal an der Aktie irgendwie zeigen, wenn die Aktien, die steigen halt meistens sehr gleichmäßig und wenn sie fallen, geht es relativ schnell. Also man hat es ja vorher auch gesehen. Kann noch mal hier zum Beispiel Eli Lilly aufmachen. Wie die halt hier die ganze Zeit gleichmäßig steigt. Und wenn sie halt fällt, sehen wir jetzt ja, dann geht es in 3 Tagen ratzfatz abwärts. Und die Märkte steigen eigentlich zu 70% aller Zeit. Und zu wenigen Prozent fallen die. Aber dieses Fallen, das sind ganz andere Gesetze als das Steigen. Das kam jetzt ja quasi wie aus dem Nichts. Vielleicht, weil Trump da ein paar Kommentare rausgeschossen hat oder überhaupt mit diesem Attentat. Irgendwas kam aus dem Gleichgewicht. Aber die Aktien, die am schlechtesten sind, also wenn wir da zu diesen riesigen Listen gehen, die ich da gezeigt habe, dann sind es ja da unten irgendwo meistens so Aktien, die schon richtig am Abstürzen sind. Da könnte man sich jetzt vorstellen, das wäre dann ja so eine Wirecard oder so. Und die sind meistens schon so stark eh abgestürzt, dass die gar nicht mehr so richtig den Gesetzen gehorchen, wie in der Nvidia, die so gelaufen ist, sondern die dümpeln da vielleicht jetzt irgendwie unten rum und gehen dann in so einer Phase gar nicht mehr runter. Sondern, also es hat mir mal jemand erklärt, so ein anderer erfahrener Trader, das Shortgehen ist mehr so wie so eine Packung Popcorn in der Mikrowelle. Das springt immer alles so kreuz und quer durcheinander und ist viel unberechenbarer. Für die Short-Trader, da empfiehlt sich eher sowas, sich mit ganz kurzfristigen Sachen zu beschäftigen und dann so Intraday-Muster und wirklich Intraday-Charts sich anzugucken und dann vielleicht mit einem höheren Hebel, wenn man sich auskennt, mit Futures. Und das ist nicht umsonst halt eine Sache von Profis. Und mit Aktien geht es leider schlecht und ma manchmal geht es auch ja gar nicht, Short zu handeln. Und die Börsen bringen einem da auch noch alle möglichen Hindernisse auch zusätzlich noch rein, aber das kann man alles weglassen, weil die Backtests auch eh, das funktioniert einfach nicht gleich wie die Longs. Okay, vielen Dank. Noch eine Frage, Kapitalgröße für das Feierabenddepot. Was ist da die Vorgabe oder Empfehlung? Kapitalkurse. Ach so, wie viel Kontogröße, Geld? Konto, Ah, ja. Kontogröße. 10.000 Euro ungefähr. Weil man muss rechnen, wenn man so 15 Positionen hat, dass man dann halt so 1.000 Euro oder so pro Position macht schon Sinn. Also wenn man jetzt noch geringer anfängt und man muss ja das Abo kostet ja im ersten Monat jetzt das Angebot 1 Euro, aber nachher kostet es ja 39 pro Monat und da muss man mal kurz überschlagen, 39 mal 10, ob sich das dann rechnet. Wenn ich jetzt 1.000 Euro investiere, dann müsste ich ja schon 50% machen oder irgendwas, um die Abogebühren zu bezahlen, ja. Obwohl es relativ günstig ist, also 10.000 Euro, denke ich, ist so vernünftig. Drunter Okay. kann man das halt machen, um das zu lernen. Ja, mal einen Monat probieren, aber wenn man das wirklich handeln will und Spaß haben will, dann ist es schon so eine Mindestkontogröße. Okay. Das waren die Fragen bisher, Ja. Urban. Haben wir Ist das alle schlimm, wenn wir beantwortet? überziehen? Weil ich merke schon, dass es mir viel zu lang ist. Okay, ich mache direkt weiter, gell? Was alle dabei geblieben sind, denke ich, ist es nicht schlimm, wenn wir überziehen. Und für diejenigen, die gehen müssen, es gibt eine Okay. Aufzeichnung und ja, dann Genau. haben wir einen Überzug. Also auf jeden Fall solltest du dich jetzt nicht gedrängelt fühlen. Ne? Okay, jetzt kommen die Optionen Ich und mache den Bildschirm, meine Kamera nochmal weg. Ne? ich auch. Danke für die Fragen und bis gleich. So, jetzt kommen die Optionen und dazu, das ist nicht Teil des Feierabenddepots, dazu gibt es einen Videokurs und einfach den findet man auf der Webseite feierabend-optionen.de und da gibt es jetzt auch ein Angebot mit dem Gutscheincode WHS. Iris wird es da auch in den Chat reinstellen. Und Mach dieses ich. Depot habe ich wirklich umgesetzt seit 2 Jahren und
bin jetzt, ich hatte, glaube ich, davor angekündigt auf 61.000 Euro, aber ich hatte jetzt auch einen kleinen Drawdown, bin jetzt auf 57.000. Genau. Und diese Regeln von den zwei Strategien teile ich halt in einem Videokurs. Und da gibt es ein Masterfile, dass es genau so aussieht, wie das gleichweise ich in WH Self Invest zeige. Das heißt, Sie können es ganz genau mit der WH Self Invest Plattform umsetzen und mit den Videos anschauen und sogar im Paper-Trading-Modus erstmal üben, weil das sind ja auch riskantere Strategien, weil die handeln mit Hebel. Und dann ist es schön, dass man da erstmal üben kann im Paper-Trading-Modus. Und es gibt, glaube ich, kaum eine andere Plattform im deutschen Raum, wo man das kann. Also es ist wirklich super bei dieser IBTWS, die jetzt halt WH Self Invest mit diesem Multi-Asset-Konto umsetzt. Bei meinem Videokurs sind nur Short-Optionen, also hat man auch noch diesen Steuervorteil, dass man nicht in diese 20.000 Euro Verlustbegrenzung reinkommt. Und es ist wenig korreliert zu Aktien, das heißt, es ist eine ganz gute Ergänzung zu Aktien. So, aber jetzt habe ich genug Werbung. Da gibt es jetzt wieder diesen Haftungsausschluss. Bei Optionen kann man sogar noch mehr Geld verlieren, als man auf dem Konto hat. Ist mir jetzt noch nie passiert, aber man sollte es wissen. Jetzt sehen wir hier mal die Equity-Kurve, real gehandelt im letzten Jahr. Und wir sehen jetzt hier diesen Drawdown, also von 61.000 auf 57.000. Heute war noch mal ein bisschen, nicht mehr so viel, aber ein bisschen runtergegangen. Und da wollte ich einfach mal sagen, diese Rückgänge, die sind nicht zu vermeiden. Aber ich muss ja auch sagen, es ist eine sehr volatile Phase. Das Konto crasht jetzt nicht, wenn man sich komplett an die Regeln hält. Und die Rückgänge, sage ich einfach immer, die sind einfach das ist die Eintrittskarte, um mitmachen zu können. Also wenn ich diese 20% im Jahr verdienen möchte, dann geht es nach meiner Meinung nicht, ohne dass ich zwischendrin mal 2, 3, 4.000 Euro zwischendrin verliere, weil ich habe einfach die Position, um diese Anstiege zu machen, bin ich dem Marktrisiko tagtäglich ausgesetzt und ich kann nur so viel steuern, dass ich einfach steuere, wie viel bin ich drin und was habe ich gekauft. Und ich bin aber im Markt drinnen, wenn dann so ein Schock kommt wie vorgestern, das kann ich ja nicht vorhersehen. Und dann komme ich mal kurz in einen Drawdown und kann entsprechend dann reagieren, was mir bis jetzt die letzten 2 Jahre anhand von den Strategien, wenn man sich an die Regeln hält, eigentlich in der Regel gelingt. Und noch ein Hinweis, wenn mir diese Drawdowns zu hoch sind, kann ich das einfach über die Margin steuern. Ich kann einfach im Endeffekt weniger Rendite bekommen, also dann habe ich 10%, aber habe ich halt auch nur halb so große Rückgänge überall. So, was zeige ich jetzt über die Option? Ganz wichtig, gute Quellen, das geht aber relativ schnell. Tasty Trades und ein gutes deutsches Buch. Wer jetzt einfach mal anfangen will, kann da einfach da sich mal einlesen. Nicht mein Buch auch, möchte ich betonen, weil viele Kollegen haben ja ihr eigenes Buch und preisen das an. Vielleicht schreibe ich auch mal eins, aber das ist für mich im Moment das beste Buch. Dann erkläre ich ganz grob, wie das Prinzip funktioniert. Und dann ganz wichtig, aktuelle Trades. Und ich möchte die jetzt auch direkt mal in WH Self Invest auf diesem neuen Konto umsetzen. So, das habe ich gerade gezeigt. Also, ich bin wieder so ein Spezialist, dass ich nicht am Anfang gestartet bin. So, hier waren wir. Optionen sind Versicherungen. Also als Optionsstillhalter, so wie ich das handle in meinem Videokurs und hier auch real halt in dem Depot, mache ich das so, ich komme ja quasi, ich bin wie so ein Versicherer. Ich verkaufe quasi Optionen, so wie man sich vorstellen kann, man versichert viele Autos und wenn die Autos alle keine Crashs machen und schön fahren, dann sind es verschiedene Autos, verschiedene teuer, so wie es verschiedene Aktien gibt. Ich gewinne meistens, wenn die keinen Crash machen, aber wenn es mal einen Schaden gibt, dann kostet das Geld, ja, dann passiert sowas wie vorgestern oder gestern. Und insgesamt über die Dauer immer Kursziel und Stopp einhalten, verdiene ich halt auf Dauer so ein bisschen Geld. Also jetzt diese Equity-Kurve zum Beispiel. Und hier, wenn Sie anfangen wollen mit dem Optionshandel, wenn Sie gut Englisch können, dann ist das eine gute Ressource. Der Mensch sieht ein bisschen komisch aus. Der hat auch irgendwie so eine Krankheit, also eine Krankheit von ihm, wenn man es als Krankheit bezeichnet, er tradet wie verrückt.
glaube, der hat immer hunderte, tausende Positionen gleichzeitig offen, obwohl er mittlerweile als Milliardär, er hat diese Marke Tasty Trades. Und das ist im Endeffekt so wie WH Self Invest oder diese IBTVS in den USA. Aber in den USA sind die da so ein bisschen liberaler. Die können gleichzeitig noch, die haben eine Plattform, so wie WH Self Invest jetzt diese Plattform hat. Aber der lädt auch gleichzeitig immer wieder irgendwelche Gäste ein, die machen Backtests und die können auch auf dieser Plattform direkt handeln. Und das ist wahnsinnig viele Ressourcen, die es im Internet gibt. Einfach mal googeln, Tasty Trades, Backtests. Und Tom Sosnoff heißt der Mann übrigens. Und er lädt sich immer wieder so Gäste ein, die Backtests machen auf Optionen. Und wie gesagt, das ist die Königsdisziplin, weil für jede Aktie gibt es 50, 100 Optionen und darauf back zu testen und Erkenntnisse zu gewinnen, quantitative Erkenntnisse, da ist dieser Tom Sosnoff mit seinen Tasty Trades ganz weit vorne. Hier zum Beispiel geht es auch wieder darum, Verluste messen, also ist alles quantitativ. Und vor 2, 3 Jahren hat er mit dieser Dame angefangen, 1, 2 Videos zu machen. Das ist die Julia Spina und sie hat auch gesponsert in diesem Buch. Und für mich ist es das beste deutsche Trading-Buch. Wenn Sie es auf Deutsch suchen, finden Sie 4 Rezessionen, das hat 3 Sterne. Dann denkt man, das wäre recht schlecht, weil irgendjemand hatte, keine Ahnung, war am Anfang abgeschreckt, weil das erste Kapitel ist mathematisch. Das können Sie überspringen. Also ein erfolgreicher Trader verlässt sich nicht auf sein Glück. Aber das englische Original, das hat 369 Ratings und 4,6 Sterne. Das ist das Julia Spina Buch im Original auf Englisch. Das können Sie natürlich auch kaufen. Ein Kunde in meinem Videokurs, wo ich das angekündigt habe, in meinem monatlichen Meeting im Videokurs, da hat er gesagt, das Buch taugt ja nichts, weil er hat das englische Original gelesen. Aber das ist nicht richtig. Es ist einfach für jemand, der perfekt Englisch kann, ist es an der einen oder anderen Stelle ist halt eine Übersetzung. Aber das Buch zeigt völlig das Money Management von meinem Videokurs und auch das Risikomanagement. Das heißt, man kann viele Prinzipien von meinem Videokurs hier quasi für einfaches Geld sich selber schon mal aneignen. Also wie gesagt, einfach Julia Spina das Buch. Und 3 Prinzipien aus einem ähnlichen Buch, das ist nicht Julia Spina, sondern ein anderes Buch von dem Dr. Russell Richards, Trading Options with an Edge. Auch sind die gleichen Prinzipien und die sind halt hier auf einer Seite mal. Zum Beispiel das genommen. Was braucht man für den Optionshandel, um erfolgreich zu sein? Liquidität, also das sind Basics. Ich kann nur Optionen handeln, wo genügend Kurse da sind. Dann wichtig, diesen Zeitwertverfall optimal auszunutzen. Und als drittes implizite Volatilität. Da schauen wir jetzt mal auf alle 3 Faktoren. Hier die Optionskette, so wie man die zum Beispiel auch in der Plattform sieht, zeige ich gleich. AMD, da kann man in die Optionskette rein, zum Beispiel 44 Tage und kleine Deltas hier von 12 oder von 4 habe ich hier als Beispiel genommen und hat immer noch hier Preise. Für 2,64 kann ich die Option kaufen und für 2,60 verkaufen. Also ganz kleine Spreads heißt das. Das ist hohe Liquidität. Das ist optimal. 5 bis 10% ist eher noch an der Tagesordnung, ist auch noch okay. Aber wenn hier mal riesige Abstände sind, dann kann man die Option einfach nicht so gut handeln. Also darauf muss man achten, das erste wichtige Prinzip. Das zweite wichtige und ist diese Kurve. Und ganz wichtig, bei den Optionsstrategien aus meinem Videokurs handle ich Optionen aus dem Geld. Aus dem Geld bedeutet, kann nicht angedient werden. Also da habe ich Optionen, die der Gegner nicht ausüben kann. Also Gegner ist ein bisschen plastisch. Zu jedem Käufer von der Option gehört ja auch ein Verkäufer. Ich verkaufe die Option an jemand, der darauf spekuliert. Zum Beispiel, wenn der den Put kauft, dann denkt er ja, er kauft jetzt den Put, weil er glaubt, irgendeine Aktie stürzt ab oder ein Index. Und ich operiere mit diesen aus dem Geld. Und der Zeitwertverfall ist am größten, so nicht bei den letzten 10 Tagen, sondern irgendwo bei 30 bis 100 Tagen. Den genauen Bereich möchte ich jetzt nicht teilen, aber das ist so im Videokurs. Merken Sie sich einfach irgendwo zwischen 30 und 100 Tagen. Da ist es viel besser,
als die letzten 15 Tage, wo viele operieren, insbesondere diese Zero-DTIs, die denken, okay, am Geld oder im Geld, ja, da geht es schnell, aber da haben die ein hohes Risiko, ausgeübt zu werden. Und das habe ich hier nicht. Ganz wichtig. Und vor allen Dingen, ich bleibe von dieser Gamma-Woche weg. Und jede Position, die hier eröffnet wird, schließe ich auch mindestens 20, 30 Tage vor Schluss wieder. Also ich behalte keine Position bis zum Schluss. Zeitwertverfall ganz wichtig. Und das zweite Wichtige, ich habe es jetzt hier mal mit Äpfeln dargestellt. Implizite Volatilität. Wir sehen hier die Volatilität vom Russell 2000. Und in dem Index war die ganze Zeit nichts los. Also die letzten Monate ist er da hingedümpelt, hier unten so. Und dann bekommt man aber auch wenig Prämien. Wenn ich dann als Stillhalter agiere, ist es so, wie wenn ich diesen Apfel hier quasi kaufe oder verkaufe. Also da kann nichts mehr passieren. Ich sollte mir hier dicke Prämien holen. Das geht jetzt gerade wieder. Und darum werde ich da auch jetzt gleich meine Position aufsetzen in dem neuen Konto. So, jetzt ist die Volatilität im Russell wieder gestiegen. Warum? Das kommt später bei den aktuellen Positionen. Hier nochmal das Angebot, also einfach auf die Webseite gehen, Gutscheincode WHS. Und das ist ein Videokurs, der wird begleitet von Webinaren und einer Discord-Gruppe, die ich jetzt auch neu ins Leben gerufen habe. Und das sind meine Bewertungen. Ich habe jetzt noch keine 1000, weil ich auch die Leute nicht motiviere mit einem Buch oder irgendwas. 33 Bewertungen und die Leute sind ganz zufrieden bis jetzt mit dem Kurs. Backtests auf Optionen. Wie gesagt, ist sehr schwierig, aber zum Beispiel auf Indizes geht das. Und es gibt eine Quelle im Internet, da hat ein Programmierer sich darauf spezialisiert und er hat hier von 2007 bis 2015 den Russell 2000 getestet und auch den S&P 500. Optionen darauf. Und wir sehen überall hier verschiedene Stopps und Kursziele. Also immer Stopp wäre hier 100, 200, 300% und Kursziel 50, 25, 75. Und aus diesen Parametern habe ich meine optimalen Parameter abgeleitet mit dem Videokurs, zusammen mit der Erfahrung und zusammen mit der Literatur. Und was wir hier sehen bei den Optionen als Stillhalter, alles funktioniert, sogar ohne Stopp. Aber der ohne Stopp, der hat hier mal in dem 2008er Crash, hat den Russell, die Performance hätte es komplett zerrissen. Ja. Also das hält man nicht aus, deswegen operiere ich nur mit Stopps. Und dann wird man halt mal ausgestoppt. Das ist mir jetzt zum Beispiel auch vorgestern passiert beim britischen Pfund. Aber man bleibt halt weiterhin dabei. Genau. Und wichtig noch bei diesem Backtest, der Backtest wurde rein mechanisch durchgeführt. Also hier wurde noch gar nicht mal berücksichtigt, was ich oben gezeigt habe, implizite Volatilität, dass ich mehr von dem Apfel bekomme, wenn ich in so Phasen reinschreibe wie jetzt, wo die Vola hoch ist, sondern das war rein mechanisch und hat sogar trotzdem funktioniert, einfach wegen dem Zeitwertverfall. Also Option als Stillhalter ist eine ganz neue Welt, die sich lohnt anzuschauen, wenn man bis jetzt Aktien gehandelt hat. Jetzt implizite Vola, das ist das gleiche Bild von vorher. Vorher war es schwarz, weil es aus der IB-TWS kam. Jetzt in weiß, weil es kommt aus AmiBroker. Ist aber das gleiche. Implizite Vola auf den Russell 2000 Index. Also das heißt, die Volatilität der Optionen mit Laufzeit 30 bis 40 Tage, wenn ich mich nicht irre, könnte mich täuschen. Also hier sehen wir die niedrige Vola. Da lohnt es sich halt nicht, Optionen zu schreiben. Und vor allen Dingen ist das Risiko hoch. Wenn ich hier zum Beispiel 18 Dollar kassiere, dann steigt die Prämie auf 26, bin ich schon 8 im Minus nur von impliziten Vola oder 30-40% plus vielleicht läuft eine Seite noch gegen mich. Und jetzt ist besser, gestern war glaube ich ziemlich optimal für die Strangles auf den Russell, aber heute geht es auch noch. Die Vola ist noch hoch genug. Und warum ist jetzt die Vola so hoch gegangen? Das sehen wir hier. So was hatten wir schon mal im November. Im Russell 2000, das ist der Russell 2000 Index. Und damals hat es mich auch hier einmal den Stopp gerissen auf der Call-Seite, weil das war hier auch innerhalb von einem Monat, das war glaube ich auch der stärkste Monat oder die stärksten zwei Monate, da ist ja der Russell um 20% zum Jahresende dieser Jahres-End-Rally gestiegen, nachdem der hier
im Endeffekt das ganze Jahr seitwärts gedümpelt ist. Und dieses Jahr war es wieder so die ganze Zeit seitwärts. Und dann innerhalb von 4 Tagen ist jetzt hier so gestiegen von 2050 bis fast 2300, also über 10%. Und das hat halt einige Optionshändler auf der Call-Seite in Bedrängnis gebracht, aber vor allen Dingen die, die sich nicht an die Regeln gehalten haben und hier schon in der tiefen Vola geschrieben haben. Oder vielleicht die, die hier ein bisschen zu früh, das weiß man halt nicht. Dann sollte man aber jetzt noch nicht ausgestoppt sein. Unten übrigens der Vergleich zum Nasdaq. Also der Russell hat jetzt die ganze Unterperformance gegenüber dem Nasdaq quasi in 5 Tagen fast aufgeholt. Nur der Januar fehlt hier noch. Spannend. Dann für den S&P 500, der ist generell schlechter für Optionen. Nicht nur wegen, weil es die Vola auch tiefer ist, also da ist im Moment einfach nicht so gut, da ist nichts zu holen, sondern generell haben auch die Backtests gezeigt von diesem Trader, von diesem Programmierer aus dem Internet, dass es auf dem Russell besser funktioniert als auf dem S&P 500. Warum kann ich auch nicht so genau sagen. Die Liquidität ist eigentlich höher im S&P 500, aber der Markt ist vielleicht einfach mehr abgegrast als der Russell. Und der Russell ist halt Russell 2000. Das sind die kleineren Firmen von Nummer 1000 bis Nummer 3000. Der ist vielleicht doch ein bisschen zahmer, der Markt. Im Endeffekt, wohl, das kann man so auch nicht sagen, als der S&P 500. Also die Backtests haben es gezeigt, dass der besser ist für die Optionsstrategien. Dann habe ich noch einen Markt, Gold. Gold geht jetzt da voll durch die Decke angesichts der möglichen Zinssenkungen und hat jetzt ein neues Allzeithoch. Damit ist die Vola, die implizite Vola der Optionen. Die greife ich hier ab über den GLD-ETF, weil der Future selbst, der zeigt die hier nicht an. Das sind so ein paar Feinheiten, die teile ich halt alle im Videokurs. Also GLD sich anschauen, wenn man die Vola vom Gold haben will und dann aber traden in dem Future, also Optionen auf den Future. Beim britischen Pfund ist es ähnlich. Die implizite Vola kann man sich abgreifen über den FXB, das ist ein ETF auf das britische Pfund zum US-Dollar. Und handeln muss man dann das GBP, den Future. Und hier sehen wir auch die Vola relativ hoch, aber leider, hier hatte ich halt eine Position auch hier in dieser relativ hohen Vola geschrieben. Aber dann kam diese starke Bewegung und die Call-Seite hat es mich dann hier ausgestoppt. Die letzten Tage. So, Euro, US-Dollar sehen wir hier. Da gab es mal eine hohe Vola. Da sehen wir oft, dass die Volatilität von den Optionen, die wir hier unten sehen, gar nicht so viel zu tun hat mit dem richtigen Markt. Weil im richtigen Markt war einfach im Euro gar nicht viel los. Aber hier war die Ankündigung von Macron, dass er Neuwahlen macht. Es ging ja übrigens relativ in die Hose. Er ist noch schwächer als vorher. Aber ist ein anderes Thema. Also Politik ist ja nur so am Rande wichtig. Jedenfalls die Optionshändler haben gesehen, dass riskantere Zeiten drohen und die Vola ging hoch und darum habe ich hier auch geschrieben. Die Position habe ich noch auf, ist aber auch mittlerweile ein bisschen im Minus, weil die Vola ist zwar runtergekommen, was mir hilft, noch der Zeitwert, aber hier die eine Call-Seite ging etwas im Verlust, aber ich schaue gerade mal am anderen PC, die ist noch. Die ist nur minus 6%. Also dadurch, dass ich in die hohe Vola reingeschrieben habe, geht es dann nicht so schnell gegen mich. Also das wäre eine Position. Und dann ein paar Aktienpositionen zeige ich. Aber im Moment sind die Trends so abwärts und da reißen gerade so ein paar Unterstützungslinien, dass ich jetzt im Moment keine Positionen auf Einzelaktien handle gerade im Moment. Also ASML. Die kam gestern komplett unter Druck, hat ihre Zahlen rausgebracht, so ein Halbleiterwert aus den Niederlanden. Und da ist jeglicher Trend jetzt erstmal gebrochen. Hier oben hätte ich das noch gemacht, aber jetzt ist es mir hier zu negativ vom Chartbild her. Nvidia geht vielleicht gerade noch, aber die haben in Kürze Quartalszahlen und bei Quartalszahlen bleibe ich komplett weg. Also nochmal kurz zusammengefasst. Für neue Trades suche ich hohe implizite Vola und Einzelaktien mache ich nur Puts. Da schaue ich auf den Aufwärtstrend und für
Indizes, Russell, Gold, britisches Pfund, Euro, schaue ich auf die implizite Volatilität, die hoch ist, und da schreibe ich Strangles, also einen Put und einen Call. Und wie das geht, zeige ich jetzt einfach mal direkt an diesem neuen Konto. Ich muss allerdings gleich ein bisschen bremsen, weil einige Sachen, da habe ich jetzt noch keine Handelsberechtigung, weil ich das jetzt ganz neu aufgemacht habe. Also jetzt mit 60.000, 14 Dollar haben die mir abgezogen, 14 Euro für die Marktdaten. Das ist ganz normal. Das fragen mich die Leute auch immer in dem Videokurs. Und auch wenn man ein Paper Trading macht, muss man trotzdem Marktdaten kaufen. Ja, und man sollte das auch machen, damit man was sieht vom Markt. So, und hier habe ich so ein Layout gebaut, was also jeder in meinem Videokurs so bekommt. Da sind zum Beispiel schon viele Aktien schon drin, ja. Und vor allen Dingen zum Beispiel diese Listen. Ich habe hier den ganzen Nasdaq 100 hier mal so als Listen angelegt. Weil die Nasdaq 100 sind die Werte, die man oft gut veroptionieren kann. Und rechts kann man dann zum Beispiel gucken, wo ist eine hohe implizite Vola, zum Beispiel bei Tesla. Aber dann müsste man bei Tesla nochmal schauen, das habe ich hier schon mal gemacht. Diese Webseite earningswhispers.com können Sie sich merken. Da sieht man immer, wie die, also kann man im Nachhinein lesen, wie die Firmen sich geschlagen haben. Das ist super spannend und man sieht auch, wann neue Zahlen rauskommen. Und die Tesla hat halt jetzt gerade Quartalszahlen vor der Tür am 23. Juli. Und da möchte ich auf gar keinen Fall reinkommen. Also das ist dann gar kein guter Zeitpunkt, eine Option aufzumachen. So, aber ich wollte nur darauf hinweisen, hier kann man die halt sich sehr schön anschauen und Werte sich raussuchen, die eine hohe implizite Vola haben oder auch einen hohen Vola-Rank. Also was ist der Vola-Rank? Das zeige ich hier auch mal. Zum Beispiel, wenn ich hier einen habe von richtig hoch 96. Mache hier mal den Chart auf, rechtsklicken, New Chart und dann ganz wichtig, hier das Häkchen muss gesetzt sein, Option Implied Volatility und dann sehe ich unten die implizite Volatilität und Rank von 96, also 100 wäre das Maximum, bedeutet, dass hier die Volatilität so hoch ist wie nur in 96% aller Fälle im letzten halben Jahr ungefähr, oder auf sich der Zeitraum bezieht. Also wir haben jetzt eine höhere Volatilität als vorher und das ist positiv. Aber das hängt jetzt, glaube ich, hier auch damit zusammen, dass sie bald Quartalszahlen haben. Können wir hier auch nochmal gucken. Also ich muss beides haben. Ich brauche eine hohe Vola und weit weg von den Quartalszahlen. Das widerspricht sich natürlich in gewisser Hinsicht. Aber es gibt immer so Werte. Am 1. August. Also jetzt ist einfach gerade die Berichtssaison und da ist es dann auch schwerer, Werte zu finden. Aber jetzt fange ich einfach mal an, um das zu zeigen auch und gehe mal direkt rein in das Gold. Da hatte ich ja gezeigt, ist die Vola relativ hoch. Dann gehe ich in die Optionskette rein und nehme mir mal das Gold Comex vom September. Also wie gesagt, die Volatilität am GLD habe ich mir angeschaut, dass die hoch ist, aber die Umsetzung jetzt im Futures. Ich habe hier den September Futures. Ich nehme ungefähr so 40 Tage könnte man nehmen, ist eher kurz. 69 ist eher so ein bisschen lang, aber das ist okay. Dann Strategy Builder an und dann verkaufe ich einen Put und einen Call. So, jetzt die Frage, welchen? Da gibt es jetzt ja von der Laufzeit habe ich schon und vom Delta, je kleiner hier das Delta, kann man so sagen, also ich erkläre es mal so, das Gold steht ja im Moment ungefähr genau hier, wo das Blaue anfängt, bei 2480. Wenn ich hier bin, habe ich ein Delta von 0,5. Das heißt, die Option bewegt sich gerade halb so stark wie der Kurs. Wenn ich hier weiter runter gehe, mit den Puts, dann bewegt sich das immer weniger. Also das Delta ist im Endeffekt die Sensitivität, wie stark der Kurs
von meinen Optionen reagiert, wenn das Underlying reagiert. Und ich gehe hier zu relativ kleinen Deltas, zum Beispiel 6. Da habe ich nur eine Chance von 6%, dass ich ausgeübt würde. Aber ich mache ja sowieso vorher zu. Aber das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Dann klicke ich hier auf Bid, dass ich hier den Put habe. Und habe jetzt hier einen 2062er Strike. Wir sehen hier unten die Margin. Das ist relativ viel. Also Gold eignet sich nur für große Konten. Das ist schon mal auch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ich wollte es jetzt aber trotzdem mal machen. Dann gehe ich auf die Long-Seite und verkaufe den Call auch mit dem gleichen Delta hier. Okay. Was ich dann mache, gucke mir den Margin Impact an und vergleiche den im Profile mit der Ausbeute. Also ich kriege jetzt 860 Euro Prämie und die Margin ist 9.800. Ist ein bisschen noch zu wenig. Lieber wäre es, wenn ich würde noch mehr kriegen, aber das geht und zu Anschauungszwecken mache ich es. Bevor ich so einen Trade umsetze, mache ich normalerweise immer hier einen Screenshot. Das mache ich jetzt mal nicht, weil ich ja im Webinar bin. Ich gehe dann hier zum Beispiel auf Meet. Genau, Mitte ist 8,80. Ich könnte es jetzt sofort verkaufen für 8,60, das will ich aber nicht. Und ich könnte kaufen für 9. Also wichtig, hier ist ein bisschen verdrehte Welt. Ich verkaufe, ganz wichtig, ich verkaufe einen Call und ich verkaufe einen Put. Aber was die Workstation dann daraus macht, sie sagt, ich kaufe einen Short Strangle. Also das Wort Short und kaufen dreht sich halt um. Also wichtig, ich verkaufe einen Put, ich verkaufe einen Call, ich bin Stillhalter. So, dann mache ich hier Transmit. Und das wird dann, ich hoffe, dass es jetzt auch klappt, die erste Order sein in der Plattform von WH Self Invest. So, jetzt sehe ich 8,80, wird jetzt nicht ausgeführt, weil die anderen Trader denken sich, okay, ist zu teuer. Da kaufe ich das nicht und um das jetzt in dem Webinar noch unterzubringen, muss ich halt vom Kurs jetzt ein bisschen nachgeben. In der Realität könnte ich jetzt einfach mal 10 Minuten warten. Und dann wurde sie jetzt gefühlt für 8,70. Und jetzt sehe ich auch hier, jetzt haben sich die Kennzahlen verändert, hätte ich vorher mal erklären sollen. Jetzt habe ich hier eine Margin von 7.700 Euro und das heißt Cushion 0,87. Und über diese Cushion steuere ich das Risiko, so wie in dem Buch von Julia Spina beschrieben. Also je höher die Cushion, umso weniger Risiko. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Gold verkaufen würde oder Goldstrangle machen würde, dieses hier haben Sie übrigens im Portfolio und nicht erschrecken, es zeigt jetzt hier erstmal 913 Euro Verlust, ist es aber nicht, sondern 27. Das ist einfach von dem Spread. Darum ist es wichtig, liquide Märkte zu handeln. Und ist jetzt so ein kleiner Verlust, ist jetzt aber nicht schlimm. So, als zweites habe ich ja gesagt, der Russell sieht gut aus. Und den mache ich jetzt als zweites. Da gibt es jetzt aber, ist dann auch das letzte. Wir sind auch schon so weit fortgeschritten. Ich gehe also wieder in die Optionskette rein. Aber wichtig, ich zeige das erstmal kurz, den großen Russell habe ich jetzt irgendwie keine Handelsberechtigung. Ich gucke den jetzt aber trotzdem mal an, weil das Konto noch zu neu ist. Da habe ich irgendwie, irgendeine Kleinigkeit fehlt da noch. Das ist halt das Übliche, wenn man am Anfang ist. Also Strategy Builder an, dann gehe ich hier wieder, wir sehen hier wieder den blauen Bereich bei den Puts. Da ist das Delta von 0,5 ungefähr, stimmt jetzt nicht ganz, ist ein bisschen tiefer. Aber so circa, ich bin auf 63 Tagen und gehe jetzt hier zu so einem Delta wieder von ungefähr 6. Und hier kriege ich jetzt halt direkt eine Warnung. You currently do not have trading permissions. Also ich habe im Moment die Handelsberechtigungen nicht. Ich will jetzt aber trotzdem mal zeigen, wie das gehen würde. Also ich würde dann hier noch hergehen und die Call-Seite machen. Also wieder das gleiche Delta ungefähr von 6. Hier steht 0,06, das sind ungefähr
6%. Und wenn man jetzt Angst hat, dass einem die Callseite zu schnell um die Ohren fliegt, kann man hier auch ein kleineres Delta machen. Aber so normalerweise aus Symmetriegründen macht man das ungefähr gleich. Es geht jetzt aber nicht. Und Profil zeigt es mir an, aber es zeigt mir auch keine Margin an. Also hier könnte ich jetzt 1170 Prämie vereinnahmen und wir sehen das Profil, das kann ich auch mal ansprechen. Also die weiße Kurve ist am Verfallstag theoretisch, da schließe ich aber vorher und die gestrichelte ist für mich wichtig. Also wenn der Markt steigt, ist es schlecht, wenn der Markt fällt, ist es schlecht. Am besten ist, wenn er so bleibt, aber jeden Tag geht die gestrichelte ein bisschen näher zu der durchgezogenen. Das ist der Zeitwertverfall und so verdiene ich Geld. Okay, aber das geht jetzt nicht, weil ich ja keine Handelsberechtigungen habe. Aber ich kann stattdessen, habe ich schon vorher rausgesucht, den Mini-Russell nehmen und da geht es komischerweise RTY. Das haben auch ein paar Leute bei mir in der Discord-Gruppe schon gepostet, dass das auch eine kleine Alternative ist, RTY. Geht es hier auch wieder 64 Tage und nehme jetzt hier mal das Delta von 5,6, relativ kleines, ist dann ein 1900er Put, den ich schreibe. Hier habe ich auch eine Margin und auf der Oberseite habe ich hier halt nur ein Delta von 4, Delta von 8, Delta von 10. Der ist halt ein bisschen illiquider, weil es halt der Mini ist. Darum nehme ich normalerweise den großen lieber. Aber interessant, durch den geschriebenen Call zusätzlich ist die Margin jetzt nicht höher, wenn wir mal aufs Profil gehen. Verdiene ich 620 Euro auf eine Margin von 6700 Euro. Das ist fast 10%, ist ungefähr okay. Gehe auf Meet und mache wieder Submit Order. Und es geht hier auch zum Glück. Habe das jetzt extra gewartet bis zu dem Webinar. So, das ist noch nicht ausgeführt. Dann gehe ich hier dem Markt ein bisschen entgegen. Das reicht noch nicht. Okay, gehe ich noch mehr entgegen. Und jetzt hat es natürlich gefüllt. Und wir sehen jetzt, es hat jetzt auch ein bisschen gekostet hier. Also ich habe ja bei 60.000 bin ich gestartet. 14 Euro waren die Kursdan-Abo. Und jetzt habe ich halt nochmal 50 Euro verloren für die Spreads. Ungefähr. Oder 70, 67. Aber das ist normal. Am Anfang geht es immer erstmal ein bisschen ins Minus. Und jetzt gucke ich einfach jeden Tag, weil die Frage ist auch immer, wie viel Aufwand ist das jetzt? Der größte Aufwand ist jetzt am Anfang, dieses Depot zu füllen. Würde jetzt hier füllen, bis ich die Kassen noch ein bisschen mehr ausgelastet habe. Und über die Kassen kann ich das dann steuern, das Risiko. Und dann gucke ich einfach nachher jeden Tag einmal drauf, wie viel Profit los habe ich hier. Und das ist mein Kursziel und mein Stopp. Und wenn hier nichts zu tun ist, dann gucke ich einfach 3 Minuten drauf und dann war es das für den Tag. Okay, so jetzt bin ich auch fertig. Bisschen leider habe ich jetzt überzogen. Schalte ich mal meine Kamera an und warte jetzt mal auf eure Fragen. So, hallo. Da bin ich auch nochmal. Hallo, vielen, vielen Dank. Also, und erstmal von meiner Stelle auch nochmal herzlichen Dank. Also gerade zum Schluss dir auch nochmal die Zeit genommen hast, um mal Live-Trades zu machen. Ja, das kommt das macht nicht mir auch so. Spaß, vielleicht merkt ja, man es. Das kommt ja nicht so häufig vor und vielen Dank, ja, ja, dass du das gemacht hast. Und ich glaube, da waren auch alle sehr gespannt, dass das läuft. Und okay, du kriegst da hier auch vielen Dank aus dem Teilnehmerkreis zurück. Okay. Ich gucke mal in die Fragen rein. Ne? Ich gucke einfach mal von oben nach unten. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt noch irgendwie sinnvoll strukturieren kann. Vielleicht, weil wir bei den Optionen waren, vielleicht gibt es für dich irgendwie eine Leitlinie, welches Delta du wählst. Ist das immer unter 0,1? 0,1 wäre 10%. Ja. Ja, ja, das ist immer unter 0,1. Also ich habe da halt einmal diese Backtests hier, die auf verschiedenen Deltas gemacht sind. Hier zum Beispiel Delta von 6 ist nur ein Beispiel, wo ich mir hier halt von verschiedenen Backtests ausgerechnet habe, was ist da ungefähr so das beste Delta.
Und ich bin halt mit anderen Optionstradern im Kontakt. Und ich gucke mir halt immer an, was Tasty Trades an Neuem bringt. Und Tasty Trades übrigens, bei dieser Kunde, der hier gefragt hat, der scheint es sehr gut auszukennen. Tasty Trades arbeiten mit höheren Deltas. Die arbeiten eher so mit Delta von 15 bis 20 und auch mit kürzeren Restlaufzeiten. Das liegt aber auch daran, weil die sind Broker und bei kürzeren Laufzeiten und höheren Deltas gibt es mehr Trades. Und natürlich ist der auch am Umsatz interessiert, dieser Tom Sosnoff. Und auch in den Büchern sind die generell immer eher bei den kürzeren Parametern. Das sollte man noch im Hinterkopf behalten, ja. Okay. Sehr schöne Frage. Ja, jetzt geht es auch nochmal um die Absicherung der Optionspositionen, weil jetzt gar nicht mit Stopp gearbeitet worden ist. Genau, ganz genau, es gibt einen Stopp, das ist die Absicherung. Ich habe hier einen Stopp und ansonsten Naked, gibt keine Absicherung. Die Absicherung besteht in einem vernünftigen Money- und Risikomanagement, also dass ich einfach die Position nicht zu groß nehme. Und das führt halt dazu, dass ich manchmal solche Rückgänge hier habe, wie man die hier halt sieht, wo es mir halt auch weniger Spaß gemacht hat. Also speziell vor so einem Webinar möchte man sowas jetzt auch nicht so gern haben, ja, sondern lieber sowas. Aber da hatte ich auch mehrere Webinare. Da konnte ich mich dann mehr freuen. Aber das gehört einfach dazu. Und was ich hier auch einfach mal betonen möchte, klar, dann wird die eine oder andere Position ausgestoppt. Aber das war eine sehr heftige Phase. Also wir haben ja gesehen, einerseits ist hier der Russell gegen mich gelaufen, hier so extrem. War das hier in dieser Grafik, kommen wir jetzt nicht so richtig hin, dass der Russell hier hochgeschossen ist, was er ja auch nicht gerade jeden Tag so macht. Ach so, nee, da hatte ich ja gar keine Position, Entschuldigung. Das möchte ich jetzt nicht falsch sagen. Beim Gold ist eine Position gegen mich gelaufen und britisches Pfund ist auch ziemlich stark gestiegen. Und der Euro, das heißt mehrere so korrelierte Sachen. Und gleichzeitig ist auf der anderen Seite sind so Werte wie Nvidia Puts hatte ich, Micron Technology und Dell, die sind da ein bisschen gegen mich gelaufen. Ja, und das kam halt gleichzeitig. Aber wichtig, und das unterscheidet mich auch von vielen anderen Kollegen, die auch Videokurse haben, ich mache hier keinen Long dagegen, weil es mir Geld kostet, sondern ich verlasse mich wirklich auf die Strategie und auf die Statistik, dass hier der Zeitwertverfall mir hilft. Und ich habe halt hier so ein System, ich mache halt viele, viele Trades, die kommen am Kursziel an, die mache ich zu, sind halt deutlich mehr als die, die im Verlust enden. Ungefähr 90% enden im Gewinn. Der Gewinn ist aber halt kleiner als der Verlust. Und so geht es halt über die Zeit, dass ich dann halt da Geld verdiene. Und Zeit ist ein gutes Stichwort, weil hier wird häufiger gefragt, also wie viel Zeit du denn noch am Tag oder in der Woche mit dem Feierabenddepot oder mit überhaupt mit deinem Handelsansatz verbringst. Okay. Am meisten Zeit verbringe ich tatsächlich wirklich für die ganze Vorbereitung von so Webinaren wie heute oder indem ich Videos mache für YouTube. Heute hatte ich fast noch vor, noch einmal ein YouTube-Video zu machen, weil ich gerade so ein paar interessante Sachen wieder gesehen habe. Aber für die Strategien zu der Frage, bei dem Feierabenddepot habe ich halt die Strategien hier alle in AmiBroker drin und drücke im Endeffekt hier einfach auf so ein paar Knöpfe und mache einfach einmal am Tag so ein Datenupdate. Und für die Kunden ist ja genauso wenig Aufwand, weil die Kunden im Feierabenddepot kriegen einfach diese Tabelle und haben einfach dieses Depot, können sie nachhandeln, müssen sie nicht, das sind ja nur Vorschläge. Und das ist in der Tat wirklich jetzt sehr wenig Aufwand, weil ich das einfach früher ja einfach mal alles entwickelt habe. Bei den Optionen ist es ein bisschen mehr Aufwand. Vor allen Dingen heute habe ich mich jetzt halt mal hingesetzt, habe geguckt, das, was ich hier alles präsentiert habe. Also welche Märkte haben diese hohe implizite Vola? Da war ich ja gerade drin, wo wir diese ganzen Märkte hier durchgeguckt haben. Hier im Russell ist die Vola hoch. Da kann ich jetzt ein Strangle schreiben. Wenn ich aber weiß, ich kann einschreiben, dann sind die Parameter bei mir sofort ganz fix. Also was ich hier jetzt gezeigt habe, vorher gerade mit der Position, das sind auch die Parameter, so ähnlich wie ich die im Videokurs mache. Ja.
so ähnlich. Da gibt es halt kleine Feinheiten, weil die Märkte, die Optionsketten, also es gibt ja nicht jeden Tag eine Option, sondern wenn wir hier mal herschauen, es gibt ja hier zum Beispiel, wo haben wir jetzt die Optionskette, 64 Tage und dann haben wir hier 74 Tage oder hier kürzere wären dann 43 Tage. Da muss man sich halt dafür entscheiden, aber die ganzen Regeln sind fest. Ich muss da nicht lange überlegen. Und danach die Arbeit ist, wie gesagt, wenn ich die Position habe, sind es nur noch 2, 3 Minuten am Tag, weil ich einfach nur reinschaue, was die machen. Und wenn die jetzt hier nicht am Ziel und am Stopp sind, also muss zumachen hier, immer nur die Gesamtposition, die gesamten Strangle, habe ich hier gar keine Arbeit. Also nur das Aufsetzen ist am schwierigsten von der Zeit her, aber ich halte die ja lange, also 30, 40 Tage. Das heißt, also ich würde sagen, 1, 2 Stunden die Woche. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe viel Markterfahrung, aber für die Kunden habe ich jetzt auch vom Optionskurs diese Discord-Gruppe jetzt auch ins Leben gerufen, wo auch Kunden sich nochmal zum Beispiel austauschen, welche Positionen sie da gemacht haben und man dann auch Vorschläge kriegt. Und in Zukunft kommt da vielleicht auch ein Signaldienst, aber im Moment habe ich den jetzt noch nicht gemacht. Okay, Ja. jetzt gehen wir mal auf 7:30 zu. Ich möchte mich bei dir ganz recht herzlich bedanken, Urban, dass du das so ausführlich gemacht hast und dass du auch uns live hast teilnehmen lassen an deinen Handelstransaktionen. Ich bedanke mich bei denen, die dabei geblieben sind bis zum Schluss, jede Menge, für die aktiven Fragen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns spätestens im August wieder. Was meinst du? Ja, danke Iris für die Einladung und danke, liebe Kunden, dass ihr so lange dabei wart und für die Unterstützung auch immer wieder, die ich erfahre unter YouTube-Videos und bei so Webinaren freue ich mich. Und genau, vielen Dank, Iris. Ich wünsche dir einen schönen, wohlverdienten Feierabend. Das wünsche ich dir und Ihnen Tschüss. auch. Danke, dass Sie so lange Ja. dabei waren. Danke, ja, Tschüss. tschüss.